So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ostriff im Mini-Let's Play. Und wir sind hier stehen geblieben letztes Mal und haben noch ein paar Häuser angezeigt, dass wir mehr Bevölkerung bekommen, dass wir mehr Arbeitskräfte zur Verfügung haben, haben hier noch ein Lager im Bau, haben einen neuen Kartparkplatz gebaut, also für unsere Wagen, die hier unser Wagenbauer fertig macht. Haben auf jeden Fall auch unseren Handelsposten soweit durch. Und würde sagen, machen wir jetzt hier mal weiter. Gehen wir mal ein bisschen schneller vorwärts. Nachdem wir wieder Fische haben, schicken wir da gleich mal ein paar los. Machen wir erstmal zwei, das reicht. Da haben wir einen drin, der die Boote repariert und den Schuss hält. Ja, das funktioniert. Ach, wir haben ja Dezember. Deswegen habe ich die auch schon rausgenommen. So war das. Den einen lassen wir drin. Ich glaube, dann geht auch der Abtransport schneller von dem Fisch, wo wir eingelagert haben aktuell. So. Das ist alles für den Export. Haben wir hier gerade irgendeinen, der uns was anbietet? Nein. Haben wir aktuell nicht. Und wir wollten jetzt unsere Bauaufträge über den Winter abschließen. Vor allem, dass die Farm auch gebaut wird. Dass wir in der nächsten Saison hier gleich mal ein bisschen mit Feldwirtschaft anfangen können. Ja, weil wir haben ziemlich viele Frauen, die arbeitslos sind. Aber das kriegen wir schon noch hin. Das Haus ist jetzt dann auch bald durch, oder? Ja. Wie schaut es bei den Holzfällern aus? Produzieren alles fleißig. Kohle haben wir auch. Die arbeiten auch, haben aber nichts mehr. Keine Kapazität mehr für Neues. Deswegen sollten wir auch schauen, dass das Lager hier fertig wird. Dann können wir nämlich hier auch den Fisch, glaube ich, das Stroh für die Dächer und Nägel und so Zeug hier alles mit einlagern. An einem zentralen Ort. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Wieso baut unser Kollege hier eigentlich keine Wagen? Ist der immer noch am Richten, oder? Ne, die sind soweit durch. Müssen wir mal beobachten. Weil eigentlich sollte er ja weitere Wagen bauen. Dann werden wir jetzt als nächstes hier das Lagerhaus fertig bauen. Und natürlich auch die Farm. Bevor wir ein nächstes Haus bauen. Karren da hinten schon mal das ganze Zeug hin, das ist doch schon mal gut. Genau. Und was hat bei euch gefehlt? Ein Arbeiter, so wie es ausschaut. Aber in der Zwischenzeit setzen wir hier bei denen auch noch mal Bänke. Mit Shift halten bleibt es ja. Warte mal, wo habe ich hier noch einen Platz? Obwohl, da kann sich eigentlich hier bei ihm mit draufsetzen, oder? Oder wir geben ihm hier an der Seite noch ein Bänkchen. Das wäre auch eine Idee, das passt, glaube ich, so. Und einen Baum kriegen sie auch noch.
Müssen die zu zweit arbeiten, oder? Wie schaut das aus? Nehmen wir hier einfach mal noch einen zweiten rein. Nägel produzieren die Metallparts. Produzieren sie auch. Geben wir mal ein bisschen mehr Metallparts. Okay. Wie schaut es hier bei der Farm aus? Brauchen wir noch genug? Transportieren die eigentlich den Fisch hier auch ab? Dich brauchen wir jetzt über den Winter aktuell nicht. Den lassen wir hier drin. Wie schaut es beim Marktstand aus? Die haben genug. Können einfach nochmal einen zweiten Fisch mit hinmachen. Sind auch mehr Ablagen voll. Und die Lager, glaube ich, auch mehr ein jetzt, oder? Müssen wir mal ein bisschen beobachten. Hier wäre jetzt dann mein Bauarbeiter gar nicht verkehrt. Jetzt nehmen wir mal hier welche raus. Und verschieben die Karren hier rüber. Schauen wir, dass wir den hier auch reinkriegen. Und beauftragen dann hier einen neuen. Mal schauen, wann der irgendwann mal anfängt, hier Karren zu bauen. Oder ob ich schon wieder irgendwas verpennt habe. Jetzt nicht so sicher, ob ich wirklich nicht irgendwas vergessen habe. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, aber ich habe alles. Das wird dann auch als nächstes mal gebaut. Gibt es aktuell noch nicht. Da könnten wir jetzt genau, jetzt sehen wir es. Bei dem Dorf könnten wir jetzt Hühner kaufen. So ist, ja. Und das Mehl verkaufen. Aber wir haben da nichts desgleichen. Da Fisch ist jetzt drin. Das ist auch gut. Wie schaut es jetzt hier aus? Ausleute jetzt mal ein bisschen mehr her. Das funktioniert. Ich weiß nicht so genau, warum sie das Ding hier nicht fertig bauen. Ja, da kommt gleich gar keiner hin, gell? Hier lagern sie nur das Zeug ein.
Bauarbeiter kommt hier aber aktuell auch noch keiner. Da ist nur Eisen drin aktuell. Wenn von euch einer weiß, zufällig, warum hier der Wagenbauer mir hier keine Karts reinbaut, dann wäre ich da echt dankbar, wenn man mir das mitteilen könnte, warum. Was das aktuelle Problem ist, weil er holt ja eigentlich immer alles ab. Hat er auch schon eingelagert, das ganze Zeug. Aber er baut irgendwie nicht. Die da hinten brauchen Nägel. Und die haben schon wieder keine Nägel, so wie es ausschaut. Dann gibt es jetzt hier mal den zweiten. Und da brauchen wir aktuell auch keine zwei Leute. Dass wir einfach mal was zu tun haben, mache ich jetzt alle Baustellen auf. Ah, hier bauen sie ja, das ist gut. Aber hier fehlen Nägel. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Aber die Farm sollte jetzt als erstes eigentlich fertig werden, dass wir die Feldwirtschaft voranbringen können. Ihr habt schon wieder ein Kohleproblem. Aber die dürfte dann auch bald durch sein. Okay, die holen sich Kohle. Und dann sollte es eigentlich wieder in die Nagelproduktion gehen. Ist ein bisschen langsamer, wenn hier schon ein neuer da ist. Das ist der hier unten. Salz. Anflorein. Ja, dann brauchen wir den hier, um das Eisen herkriegen. Hier würde ich sagen, senden wir jetzt mal ein. Dann seht ihr, hier ist ein Kundschafter unterwegs, der geht zu denen hier und schaut bei denen vorbei, was sie ankaufen oder verkaufen. Weil wir sollten schauen, dass wir Eisennachschub kriegen. Nicht, dass uns das als nächstes ausgeht. Schwierig. Was hast denn du für ein Problem? Brunnen haben wir ja normal noch genug, oder? Warte mal, was sagt unser Brunnen? Ja, schaut aktuell noch gut aus.
Wir haben jetzt alles da hinten. Dann ist, genau, dann ist das hier unserer, den wir brauchen. Der verkauft jetzt nämlich unser Eisen. Der darf verkaufen und DT Metallparts ankaufen. Da können wir eigentlich gleich mal sagen. So viel kaufen wir erstmal. Und können hier sagen, dass er einlagern soll. Ich kann doch hier gar keine Metallparts. Import, ja genau. Ob das passt. So, sehen wir jetzt hier schon mal die Farm. Dann Pflug. Da brauchen wir dann nämlich eigentlich Ochsen dafür, die wir aktuell auch noch nicht haben. Und können hier schon mal die Damen einstellen. Und können uns schon mal ein Feld erzeugen. So. Machen wir das schon mal so. Dann können wir draufklicken auf das Feld. Genau, das gehört zu der Farm. Weizen, was nehmen wir? Ich glaube, wir würden als erstes nehmen, weil wir sehen hier auch die Nährstoffe, was verbraucht werden. Hier sind sie voll. Aber ich würde fast als erstes sagen, wir Weizen oder Kartoffeln nehmen. Ich glaube, wir nehmen Kartoffeln. So, schauen wir mal, ob wir da einen bauen können, einen Pflug. Aber die Frage ist, ob ich jetzt da einen Stall brauche, wo die rein müssen. Das probieren wir. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Ochsen dafür. Für so einen Pflug, dass wir unser Feld bearbeiten können. Das ist aktiv, genau. Müssen wir jetzt schauen, ob der das direkt hierher bringt zu dem. Ob der den Pflug überhaupt baut. So, dann ist das jetzt erstmal weg. Das Gefühl, die tun einfach nichts und ich weiß es nicht warum. Und dann sehen wir hier schon unsere Damen, die hier quasi das Feld schon vorbereiten. Aktuell sehen sie das Ganze, weil Pflug haben wir ja auch noch nicht. Sehen wir auch hier schön den Fortschritt.
der wartet jetzt hier eigentlich auf Leute, die abladen. Genau, der bringt uns das Eisen. Genau, das, was wir auch bestellt haben, haben wir auch bekommen. Das Lager ist jetzt auch fertig. Und hier werden wir jetzt einlagern. Infra-Fetch. Würde ich mal sagen 100. Dann werden wir das Eisen einlagern. 500. Dann werden hier auf jeden Fall auch Nägel eingelagert, sobald wir welche haben. Und natürlich Feuerholz. Und da wird dann gleich jemand eingestellt dafür. Das machen wir so. Gleich für Ochsen, genau. Dann holen sie, glaube ich, gleich das Wasser für die Ochsen. Oder? Und einen Farm Manager können wir eigentlich einstellen. Da können wir nämlich dann hier schauen, was wir als nächstes ansehen. Und soweit ich weiß, konnte ich, glaube ich, zweimal hintereinander Kartoffeln machen. Ja. Zweimal einer Kartoffeln und dann war es, glaube ich, brach. Soweit ich das weiß. Das Zeug ist alles noch da. Das Haus wird gebaut. Das Lager ist fertig. Wird auch schon gut eingelagert. Oder kann ich da auch mehr einlagern? Das weiß ich jetzt nämlich auch nicht. Okay, anscheinend ja. Dann haben wir hier mal 700 von. Nachdem das auch schon wieder voll ist, gibt es 500 von dem. Und nachdem das mit der Kohle hier anscheinend immer so lang braucht, werden wir hier noch eine zweite mit aufmachen. Jetzt haben wir endlich mal 4 Karren. Okay. Baut der das bloß über den Winter nicht? Wie schaut das eigentlich aus mit unseren Ochsen? Da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Hätte ich dafür jetzt wirklich einen Stall gebraucht, dass ich erst die Ochsen hier rausnehmen kann, wenn ich einen Stall habe. Genau, das Haus ist soweit fertig. Dann planen wir doch gleich noch mal ein paar. Dass die uns nicht ausgehen, die Holzfäller haben dadurch auch was zu tun. Und
ich würde sagen, wir werden unser. Warte mal, Granary. Ach genau, das ist unser Essensnahrungslager. Würde ich fast hier hintersetzen. Dass wir das auch gleich mal mitbauen können. Dann können wir nämlich die Kartoffeln und das Zeug hier einlangen und den ganzen Fisch. Und werden ein Gemeindehaus platzieren. Das würde ich fast hier nach in die Mitte setzen. Und das wird ja so richtig so circa unser Marktplatzbereich. So, die können das schon mal alles rausnehmen. Ne, das wird gebaut. Das wird noch pausiert. Wie schaut es hier auf dem Feld aus? Es wächst das Ganze, das ist schon mal gut. Wasser haben wir auch schon da. Was hat der jetzt gebracht? Schauen wir mal weiter, das ist der da hinten. Da könnten wir theoretisch ein bisschen Salz importieren. Das hier auch die Fischer. Hier ein bisschen ihr Dried Fish machen können. Und dann schauen wir, dass wir gleich nochmal einen Fischer suchen. Du hättest gerne mehr Nahrungsangebot, wie es ausschaut. Das werden wir schon noch hinkriegen. Jetzt machen wir hier erstmal gibt es hier dann Kartoffeln noch zu kaufen. Und den Fisch werde ich dann gegen Dried Fish tauschen. Und wir werden auf jeden Fall schon mal ins nächste Feld hier anlegen. Weil wir werden auf kurz oder lang werden wir mehr Felder brauchen. Also muss ich so machen. Ist zu lang. Und wieder weg da. Dann machen wir das so. Ich kann doch den Eingang auch drehen. Genau so. Dann wird es ein Weizenfeld, genau. Ein Weizenfeld. Und das hier und Brach. Das ist hier schon vernetzt, ja. Gehen wir mal mit auf aktiv. Und dann gibt es noch ein weiteres Feld. Das wird jetzt ein bisschen kleineres. Halt. Hey, nee, nichts aktiv, warte mal, geh weg. Kann ich das nicht rausnehmen jetzt hier?
Next. Werden wir jetzt schon sehen, was passiert. Müssen wir jetzt mal ein bisschen beobachten. Und mal schauen, was so passiert. Weil ich glaube, der Ochse ist jetzt nicht... ist jetzt nicht gekommen. Braucht er immer so lang, oder? Wie sieht es aus? Okay, dann würde ich sagen, dann war es das mit der Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr eine Idee habt, warum hier der Wagenbauer mir hier die Karren nicht baut oder beziehungsweise nicht so schnell baut, schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und dann schauen wir mal, was wir hier mit der Farm als nächstes anfangen. Also, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Like da. Wenn ihr kein Video oder Stream mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Alle anderen Kanäle wie mein Twitch-Kanal ist in YouTube mit verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr da auch vorbeischaut. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.